Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem Gespräch, in dessen Mittelpunkt die Zusammenarbeit mit Afrika steht. Ich freue mich, dass wir hierfür den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Herrn Dr. Gerd Müller, gewinnen konnten. Sein Marshallplan mit Afrika hat einen Paradigmenwechsel hin zu einer reformiert orientierten Partnerschaft eingeleitet. Frau von Welser-Uhde, die ebenfalls auf dem Podium Platz genommen hat, ist durch ihr persönliches Engagement, durch Bücher über internationale Themen und durch Ausstellungen über die Entwicklungsarbeit von UNICEF und von Menschen für Menschen bekannt. Herr Dr. Müller und Frau von Welser-Uhde sind Herausgeber eines Sammelbandes der Edition BMZ Fokus Afrika, der die Stimmen engagierter Organisationen und Einzelpersonen zusammengetragen hat. Lieber Herr Minister, lieber Gerd, liebe Frau von Welser-Uhde, herzlich willkommen bei der Hans-Seidel-Stiftung. Ich begrüße auch Frau Dr. Susanne Luther, die Leiterin des Instituts für internationale Zusammenarbeit der Hans-Seidel-Stiftung, die das Gespräch heute moderieren wird. Bedingt durch die Pandemie muss die Veranstaltung heute ohne Zuschauer hier im Saal stattfinden. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass eine Veranstaltung mit internationalem Bezug, die für Sie aufgezeichnet und für die sozialen Medien aufbereitet wird, ungewöhnlich viele Interessenten findet. Als Abgeordneter des Europäischen Parlaments bedauere ich, dass pandemiebedingt Afrika im vergangenen Jahr im europäischen Kontext nicht die ihm zustehende Aufmerksamkeit gefunden hat. Eine vertiefte Partnerschaft mit Afrika, das sollte Thema der deutschen Ratspräsidentschaft sein. Im März legte die Kommission den Vorschlag einer neuen Afrika-Strategie vor und Ende des Jahres wurden die Verhandlungen über das Post-Cotonou-Abkommen abgeschlossen. Das Budget der Europäischen Union für außenpolitisches Handeln stellt mit fast 100 Milliarden Euro für die nächsten 7 Jahre einen substanziellen Beitrag für die Entwicklungsarbeit zur Verfügung. Eine gemeinsame Programmierung und Umsetzung zusammen mit den Mitgliedstaaten und deren Durchführungsorganisationen ist geplant, sodass der deutsche Ansatz eines Marshallplans mit Afrika noch an Reichweite gewinnt. Ein Corona-bedingtes Hilfspaket erkennt zudem die besonderen Probleme der Pandemie und setzt ein starkes Zeichen der Solidarität. Wenig von dem, was ich gerade schilderte, drang in die europäische Öffentlichkeit. Ist dies dennoch die viel beschworene Partnerschaft auf Augenhöhe? Nun, meine Damen und Herren, Partnerschaft entscheidet sich nicht in Programmen, sondern im Herangehen. Eine Partnerschaft mit Afrika verlangt, den Kontinent ohne die Klischees zu betrachten, die immer wieder den Blick verstellen. Es ist falsch, sich dem Kontinent mit den Schlagzeilen über Krisen und Terror, über Hunger, Armut und Krankheiten, über Korruption und Diktatur zu nähern. Die Realität Afrikas ist die Realität eines Kontinents, der doppelt so viele Staaten wie die Europäische Union umfasst, der 7-mal so groß wie die Europäische Gemeinschaft ist, in dem heute 1,5-mal, Mitte des Jahrhunderts schon 3,5-mal so viele Menschen wie in Europa leben. Der Kontinent ist historisch, ethnisch, soziokulturell, ökonomisch und religiös unglaublich vielschichtig. Seine Geschichte ist mit unserer eng verwoben, in negativen, ich denke an Kolonialismus und Rassismus, aber auch in Zukunft und auf die Zukunft gerichteten. Wir sind untrennbar miteinander verbunden. Wir können den Klimawandel und die Bedrohung der Artenvielfalt, nachhaltiges Wachstum und Digitalisierung der Wirtschaft, die Themen von Flucht und Migration, von Sicherheit und Frieden nur gemeinsam bewältigen. Afrika und Europa teilen die Vorstellung von einer regelbasierten internationalen Ordnung, in der die Staaten zum gemeinsamen Vorteil zusammenarbeiten. Partnerschaft auf Augenhöhe, das bedeutet, sich auf die Vielfalt einzulassen. Das zeichnet uns ja auch in Europa aus und wir sollten das bei unseren Partnern genauso respektieren. Aber auch die Abhängigkeit voneinander anzuerkennen. Ziel ist ein prosperierendes, ein friedliches Afrika, dessen Entwicklung alle einbezieht und von den Potenzialen der eigenen Bevölkerung vorangetrieben wird. Dies verlangt
afrikanische Lösungen für afrikanische Herausforderungen. Dies erfordert unzählige Lösungswege. Sicher, wir werden natürlich bevorzugt mit jenen Staaten zusammenarbeiten, die Reformen voranbringen, Menschenrechte und gute Regierungsführung in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen und damit auch ein geeignetes Umfeld für wirtschaftliche Investitionen schaffen. Wir müssen aber auch erkennen, dass es Krisenregionen gibt, zum Beispiel den Sahel, wo humanitäre Hilfe, die Stabilisierung staatlicher Strukturen und die Garantie von Sicherheit gefordert sind, um überhaupt Perspektiven für ein friedliches Zusammenleben zu schaffen. Politisch beeindrucken mich die Erfolge, die Afrika selbst erzielt hat, um global ein eigenständiger Akteur zu werden. Die Afrikanische Union gewinnt Gestalt in Form eigener Friedensmissionen, in Form einer kontinentalen Freihandelszone, aber auch durch eine eigene Entwicklungsagenda, die festschreibt, welche Ziele bis zum Jahr 2063 erreicht werden sollen. Wir sprechen heute über die vielfältigen Initiativen der Kooperation in und mit Afrika. Die Essays in dem Buch Focus Afrika zeigen, dass erst das Engagement der Zivilgesellschaft, der Privatwirtschaft und jedes Einzelnen sogenannte Win-Win-Situationen für alle Beteiligten schafft. Ein besseres beiderseitiges Verständnis zwischen Afrika und Europa ist der Schlüssel zu einer intensiven Partnerschaft. Die politischen Stiftungen, auch die Hans-Seidel-Stiftung, reihen sich mit ihren Programmen in dieses Engagement ein. Unser Fokus liegt auf den arabischen Staaten Nordafrikas sowie auf den Staaten Subsaharas. Die Hans-Seidel-Stiftung ist seit mehr als 4 Jahrzehnten in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und damit befasst, Menschen zu befähigen, sich in den Entwicklungsprozess einzubringen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen es um Transparenz und gutes Management geht, um die entsprechende Gestaltung der Institutionen auf allen Regierungsebenen zu erreichen. Sei es durch Verbesserung der Bildung wie durch innovative Ansätze im Bereich Ökologie und Ökonomie. Wir sehen, dass es die Zivilgesellschaft als Motor und Korrektiv braucht. Wir sehen, dass es, und ich sage das ganz bewusst, auf die Frauen und auf die Jugend als Zielgruppen ankommt. Gilt doch auch hier, dass Frauen die Last der Veränderung tragen und die Bildung der Jugend die nachhaltigste Investition in die Zukunft ist. Ich freue mich nun auf ein Gespräch, das ein Schritt dazu ist, die Partnerschaft auf Augenhöhe mit Leben zu erfüllen. Herzlichen Dank. Mit einem herzlichen Dankeschön an unseren Vorsitzenden Markus Ferber für seine einleitenden Worte darf ich nun die Moderation der Diskussion hier bei uns auf dem Podium übernehmen. Ich freue mich sehr auf ein intensives Gespräch mit unseren beiden heutigen Gästen über Chancen und Potenziale des afrikanischen Kontinents. Aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Fachbezügen wollen wir uns nun den unterschiedlichen Facetten einer Partnerschaft auf Augenhöhe widmen, nähern. Vielleicht nicht ganz so breit gefächert, wie das in dem Buch, das auch unser Vorsitzender bereits erwähnt hat, geschieht, Focus Afrika. Das geht leider nicht, dafür ist in Corona-Zeiten unser Podium einfach zu klein. Wir haben uns darauf heute beschränkt, aus der Fülle der Autoren, die in diesem Buch sind, einfach eine kleine und feine Auswahl zu treffen und heute hier mit den beiden Herausgebern, aber auch mit Gästen, die wir später über Videobeiträge zuschalten, dieses Gespräch zu führen. Das Buch, das uns zu der heutigen Veranstaltung inspiriert hat, wählt einen erfrischend anderen Einstieg, als dies normalerweise Sammelbände zu derartigen Themen tun. Denn wir finden in der Einleitung, wo die beiden Herausgeber, nämlich Edith von Welser-Ude und Herr Minister Dr. Gerd Müller, zu Wort kommen, nicht das herkömmliche, gewohnte Vorwort, in dem mehr oder weniger Gedanken zum Geleit vorgetragen werden, sondern wir finden in diesem Buch ein sehr, sehr interessantes Gespräch, ein Interview, in dem Frau von Welser-Ude ganz im Zeichen ihrer Profession als Journalistin ein Gespräch mit dem Bundesminister führt, indem sie ihm auf sehr angenehme Weise, aber doch durchaus auf den Zahn fühlt und die ein oder andere kritische Frage stellt,
Aber dieses Gespräch zeigt, dass sich hier zwei Persönlichkeiten gefunden haben, die sehr kritisch und konstruktiv miteinander sprechen, aber auch da, wo sie nicht einer Meinung sind, trotzdem gemeinsam auf ein Ziel arbeiten, gemeinsam hinarbeiten, nämlich Afrika die Chance zukommen zu lassen, die dieser reiche und vielfältige Kontinent mit all seinen Herausforderungen verdient. Wir sind also sehr neugierig, nachdem wir in der Vorbereitung dieses Interview gelesen haben, was Sie beide uns allen, auch unseren Zuschauern, die an den Bildschirmen sich mehr oder weniger heute oder auch später zuschalten, was Sie uns zu erzählen haben und auch aber, was Sie sich gegenseitig zu sagen haben, wenn wir über Afrika sprechen. Bevor wir dies tun, gestatten Sie mir aber einen doch eher persönlichen Einstieg in die Thematik. Eine Frage, die viele von Ihnen auch vielleicht zu Hause an den Bildschirmen oder auch uns persönlich hier sehr stark interessiert. Wir sprechen über Afrika, wir sprechen oft über Afrika. Wir hätten gerne gewusst, bevor wir einsteigen in alle Fakten, Vorurteile, Herausforderungen und Chancen dieses Kontinents, was ist es denn eigentlich, was Sie beide persönlich so umtreibt? Warum, woher kommt dieses persönliche Interesse an Afrika? Warum dieses besondere Herzblut ausgerechnet für diesen Kontinent? Wenn ich diese Frage dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stelle, dann ist das ganz klar, Priorität ganz oben auf der Liste, rein berufsmäßig. Aber woher kommt der persönliche Bezug, woher dieses Herzblut, das wir in all Ihren Stellungnahmen für diesen Kontinent erleben, Herr Minister? Ja, wenn ich mich selber erinnere, dann war das als Kind. Ich war, ich schätze mal, 6. Klasse, 12 Jahre. Und früher musste man spätestens um 8 Uhr abends im Bett sein. Es gab eine Ausnahme. Wenn Bernhard Schimek kam und die Tierwelt Afrikas, ja, den Krüger Nationalpark, und hatte immer einen Affen oder ein Tier mit dabei, auch mal eine Schlange. Ich habe selber eine Schlangenphobie, aber es war einfach faszinierend. 45 Minuten. Mhm. Und er hat Afrika damals in unser Wohnzimmer gebracht. Und ein zweites Erlebnis, das sind die Kinder. Als ich das erste Mal dann selber auf dem Kontinent war, das war 1989 als junger Europaabgeordneter, da erinnere ich mich, als wir durch einen Slum in Johannesburg gegangen sind. Und das werde ich nie vergessen, da hat mich ein Junge am Hosenbein gezupft, der hat das mitbekommen, hat gesagt, ob ich ihn mitnehme. Er möchte nach Europa, nach Deutschland, raus aus diesem Dreck und aus diesem Problem. So, und das lässt einen nicht mehr aus. Und dann, in der später, einige Jahre danach kam Karl-Heinz Böhm, Menschen für Menschen. Und da bin ich auch aufmerksam geworden auf die großartige Arbeit über Jahrzehnte von Frau Welser Ude und von Christian Ude, die ja in der Stiftung über Jahre, Jahrzehnte unermesslich viel Gutes getan haben. Und deshalb ist es mir eine besondere Freude, mit Frau von Welser Ude dieses Buch herauszugeben, wo sie die Hauptarbeit geleistet hat. Liebe Frau von Welser-Ude, Stichwort Menschen für Menschen ist ja schon gefallen seitens vom Herrn Minister. Wie war es bei Ihnen? Woher kommt diese Liebe, dieses Herzblut für diesen Kontinent? Gab es besondere Schlüsselerlebnisse, Persönlichkeiten? Eine, da haben wir schon das Stichwort bekommen, glaube ich gerade. Ich war ja lange Zeit Stadträtin in München, auch im neu gegründeten Umweltausschuss, wo man sich auch mit anderen Ländern beschäftigt hat. Und eines Tages kam jemand von UNICEF und sagte, ob ich nicht dort mit einsteigen möchte, in den Vorstand. Und darüber habe ich eine ganze Menge über andere Länder kennengelernt, auch Reisen gemacht und so langsam meinen Horizont auch erweitern können über Afrika. Nicht in allen Ländern mit großem Zuspruch. Manche wollten sich eher sperren für das Interesse und andere waren wieder sehr froh und aufgeschlossen.
Und ich denke, dass UNICEF da eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Was waren die Länder, in denen Sie hauptsächlich unterwegs waren? Ich denke mal Äthiopien, wenn wir an Menschen für Menschen denken. Das erste war unsere Partnerstadt Harare, Münchner Partnerstadt. Die Beziehungen waren aber nicht so innig und fruchtbar, wie man sich das gewünscht hätte. Und dann natürlich Äthiopien, Menschen für Menschen. Eines Tages kam Karl-Heinz Böhm ins Büro von meinem Mann, er war damals ja noch Oberbürgermeister, und hat gesagt, er möchte uns für Menschen für Menschen begeistern, und hat uns dort eingeladen. Da haben wir sehr viel gelernt, sehr viel erfahren, wir sind sehr viel gereist, konnten mit den Menschen selber reden, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo man eigentlich immer so ein bisschen abgeschirmt worden ist. Und das hat sich sehr lange gehalten, inzwischen dieses Interesse, auch wenn sich die Institutionen inzwischen etwas verändert haben. Als Karl-Heinz Böhm das Rathaus Oberbürgermeister Christian Ude besuchte, das war 2003, hat er einen Satz ins Goldene Buch geschrieben. Und der kann uns heute noch Leitschnur sein. Der Satz lautet: Lassen Sie uns zusammen einen Weg gehen als Menschen für Menschen. Europäer, Deutsche und Afrikaner. Menschen für Menschen. Das war der Eintrag und ist der Eintrag im Goldenen Buch der Stadt Münden. Sehr schön. Jetzt haben wir heute ja ganz bewusst einen optimistischen Einstieg in die Thematik gewählt. Gleichwohl das Wort Krise derzeit in aller Munde ist, und ich brauche jetzt gar nicht unbedingt nur die Corona-Krise zu nennen. Zurzeit diskutiert man ja nur noch rauf und runter über Krisen. Wir wollen heute aber ja über den Chancenkontinent Afrika sprechen. Wer aber heute an Afrika denkt, der hat im ersten Moment Assoziationen, die alle nicht von Optimismus geprägt sind, sondern eher von Herausforderungen oder eben von Krisen. Denken Sie eben an die schwierige Lage in vielen Ländern. Denken Sie an die Klimaproblematik, an Verteilungskämpfe um Wasser, Boden, Bevölkerungswachstum, Binnenwanderungen in überbordende Megastädte und. Sie beide und auch wir, die wir ja als Hans-Seidel-Stiftung in vielen afrikanischen Ländern arbeiten, kennen diese Herausforderungen und wollen die auch jetzt gar nicht in einem positiven Optimismus vom Tisch wischen. Aber trotzdem haben Sie, Herr Minister, auch einen sehr positiven Zugang zu dem Thema. Warum gerade jetzt ist Afrika ein Chancenkontinent, wo wir alle so über Krisen diskutieren? Also ganz wichtig ist, was Sie darstellen, wenn wir auf den afrikanischen Kontinent blicken. Wir haben aus der Schule jeder diese riesige Landkarte im Kopf. Dann ist dieser Kontinent 100-mal so groß wie Deutschland. Wir müssen also differenzieren. Es gibt Himmel und Hölle dort, Licht und Schatten. Und wenn Sie heute in München ins Flugzeug steigen, ich glaube, 3 Stunden fliegt man bis nach Moskau und in etwa 3 Stunden bis nach Madrid. Wenn Sie aber von München nach Kapstadt fliegen wollen, dann sind Sie 9 Stunden im Flugzeug. Also es zeigt die Dimension. Wir müssen die Größe, die Vielfalt der Kulturen oder noch was, 3000 Sprachen werden auf diesem Kontinent gesprochen, in 54 Ländern, die ja einfach mal so in der Kolonialzeit und danach so am Reißbrett festgelegt wurden. Also das muss man, glaube ich, sehen. Faszination, Herausforderung mit großen Problemen, aber auch mit riesigen Chancen. Mhm. Und ich will nicht zu weit ausholen, es sind 14 Kilometer, wenn man im Süden Spaniens Gibraltar, kann man rüberschauen nach Afrika. Also das ist unser Partnerkontinent Europas. Und auch das Schicksal Europas ist damit verbunden. Es bietet riesige Chancen. Die Menschen, der Kontinent der Jugend, Durchschnittsalter 20 Jahre, die Bevölkerung wird sich bis 2050 verdoppeln. Die Ressourcen,
die immens sind, die wir brauchen, auch für unseren wirtschaftlichen Fortschritt. Also es gibt viele Win-Win-Situationen, die es da zu entwickeln gibt. Würden Sie dem zustimmen, Frau von Welser-Ude? Sie haben Afrika so lange beobachtet aus heutiger Sicht. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, wo jeder in der Krisendebatte steckt, ausgerechnet zu sagen, ja, Chancen liegen in Afrika? Der Zeitpunkt war immer, konnte gar nicht früh genug sein eigentlich. Und wenn Sie denken, UNICEF, das Partnerjahr 1996, das waren 25 Jahre mit München, man sieht, dass da schon ganz viel und ganz lange Partnerschaft gepflegt worden ist. Und Menschen für Menschen gibt es über 40 Jahre. Also man hat sehr früh angefangen eigentlich. Und es gibt noch viel zu tun, weiß Gott. Würden Sie jetzt, Frau von Welser-Ude, und damit komme ich auch schon zu einem weiteren Aspekt unserer Diskussion, würden Sie als langjährige Kommunalpolitikerin, auch ja in herausgehobener Position, sagen, dass jemand, der Kommunalpolitik macht wie Sie und auch die Möglichkeit hat, auf dieser Ebene Entwicklungszusammenarbeitsthemen zu bedienen, dass man da einen ganz anderen Blick bekommt, eben als an der Basis arbeitende Politikerin, auch auf diese Ebene in Afrika? Ja, wobei bei mir noch die Umweltpolitik dazukommt. Ich war jahrelang Sprecherin der SPD im Umweltausschuss und habe da natürlich auch viele Erfahrungen mit reinnehmen können bei Reisen nach Afrika. Und da gibt es viel zu tun. Wir sehen ja immer sehr stark, Entwicklungszusammenarbeit ist zunächst mal vielleicht die Ebene, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher die Regierungsebene, die Ebene des Herrn Ministers. Aber es gibt natürlich auf anderen politischen Ebenen auch eine ganze Fülle von Ansätzen, wo man thematisch auch vorankommen kann. Ja, also zum Beispiel in allen Bereichen die Jugendarbeit, da ist viel geschehen. Auch was Schulen anbelangt, UNICEF hat ja auch dafür gesorgt, dass Schulen gebaut werden. Und es sind enorme Fortschritte gemacht worden, genauso Menschen für Menschen. Und also ich weiß von über 400 Schulen. Und das muss so weitergehen, unbedingt, damit überhaupt die Bildungschancen da sind für die Jugend, um das Land aufzubauen. Engagement für Afrika oder allgemein für Themen der Entwicklungszusammenarbeit ausgehend von einer unteren politischen Ebene, von der Ebene der Kommunen, sei es in Bayern oder auch in anderen Bundesländern in unserem Land, ist ein Thema, das wahrlich eigentlich nicht jedem von uns so geläufig ist. Und ich gebe zu, ich war selber auch 20 Jahre kommunalpolitisch aktiv. Ich bin jetzt mit diesen Themen auch nie so direkt konfrontiert worden. Aber es gibt herausragende Persönlichkeiten, auch im kommunalen Bereich, die genau dieses Thema fördern. Wir haben mit Dr. Uwe Brandl, dem Bürgermeister der Stadt Abensberg, dem Präsidenten des Bayerischen Gemeindetages bzw. auch des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, wirklich einen herausragenden und hervorragenden Fürsprecher genau für diese Ebene des Engagements gefunden. Und deshalb haben wir ihn in einem kurzen Videobeitrag genau zu diesem Thema um Informationen gebeten. Wenn wir heute über kommunale Entwicklungspolitik sprechen, dann ist das für viele vielleicht Neuland und für viele vielleicht auch ein Begriff, den sie zunächst gar nicht unmittelbar einordnen können. Kommunen und Entwicklungspolitik, wie passt das zusammen? Ich glaube, dass in einer globalisierten Welt die Möglichkeiten, tatsächlich für Drittländer Positives zu wirken, aber auch für sich selber sehr vielfältig geworden sind. Und viele, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so unmittelbar selber wahrnehmen, die betreiben schon kommunale Entwicklungspolitik. Etwa wenn sie sich einer nachhaltigen Beschaffung verschrieben haben oder wenn sie mit Bemühungen die Eine-Welt-Initiativen vor Ort unterstützen oder vielleicht sogar zur Fair-Trade-Stadt oder zur Fair-Trade-Town geworden sind. Ich glaube, dass es zunächst einmal wichtig ist,
auszumachen, wo denn das Engagement der Kommunen und durch welche Organisationseinheiten Engagement auf der kommunalen Ebene überhaupt stattfinden kann. Und man ist dann überrascht, dass das alles sehr breit und sehr vielfältig ist und vor allen Dingen nicht nur sehr orientiert Richtung Entwicklungsländer geht, sondern natürlich auch Mehrwerte für den eigenen Standort verbunden sind, nicht nur im Bereich des Image. Ich mache das gerne an einem plakativen Beispiel fest. Wenn sich eine kleine schwäbische Kommune mit 3000 Einwohnern engagiert in einem Flüchtlingscamp in Palästina mit über 5000 dort untergebrachten Menschen, die Kanalisation anzulegen, die Wasserversorgung zu planen und eine Schule aufzubauen, dann ist das natürlich in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe in einem Land, das ohnehin darbt und das eigene Probleme hat und trotzdem ein offenes Herz für viele Flüchtlinge. Also Fluchtursachen zu bekämpfen, ein lebenswertes Leben auch dort möglich zu machen, wo die Rahmenbedingungen schwierig sind, das ist ein Ansatzpunkt natürlich für kommunale Entwicklungshilfe. Und jeder, der dort als Akteur unterwegs ist, der kriegt natürlich auch einen völlig anderen eigenen Wahrnehmungshorizont, wie gut es uns geht und mit welch wenigen und primitiven Mitteln man in der Lage ist, nachhaltig zu helfen. Übrigens, gerade die Bildung und der Aufbau von Schuleinheiten in Drittländern ist einer der Schlüssel, dass dort ein Wohlstand entsteht und vor allen Dingen auch Perspektiven für die Menschen. Unterm Strich geht es um vor allen Dingen Wissenstransfer und um das Knüpfen von Netzwerken. Und da haben die Kommunen eine Möglichkeit, sich im freiwilligen Bereich zu engagieren, mit vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten, die auch auf Initiative von Minister Gerd Müller in den letzten Jahren noch deutlich aufgewertet worden sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit den Ansätzen vertraut zu machen. Und es lohnt sich auch, vor allem das eigene Image aufzupolieren und unter Umständen auch diese Netzwerke zur Verfügung zu stellen für Bürger, die sich in unseren Kommunen jenseits der eigenen örtlichen Zuständigkeit und der eigenen örtlichen Umgebung tatsächlich verdient machen wollen, engagieren wollen. Entwicklungsunterstützung ist eine Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu betätigen. Es ist auch eine Möglichkeit und eine Chance, dass sich unsere Wirtschaft, insbesondere der Mittelstand, deutlich anders und zukunftsorientierter aufstellt, als das in der Vergangenheit möglich gewesen ist und vielleicht auch im Fokus unserer Industrie und unserer Wirtschaft stand. Ich meine, es lohnt wirklich, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie wir Fachkräftemangel unter Umständen auch über eine gezielte Aktion in einem Drittland abbauen können. Unter Zuhilfenahme der unterschiedlichen Organisationseinheiten bestehen vielfältige Möglichkeiten, an Pflegekräfte, an Handwerker zu kommen, die in ihren Ländern kaum die Chance haben, tatsächlich eine vernünftige Zukunft für sich und ihre Familie aufzubauen. Wenn es dann zusätzlich gelingt, dass dieser Wissens- und dieser Transfer an Human Capital nicht nur einseitig Richtung Bundesrepublik geht, sondern vielleicht der eine oder die andere, die dann bei uns eine gewisse Zeit gearbeitet hat, wieder zurückkommt in das Herkunfts- und Heimatland und dort mit den erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage ist, tatsächlich selber etwas aufzubauen oder der dort jungen Industrie, dem jungen Handwerk unter die Arme zu greifen und Mehrwerte zu schaffen, Beschäftigung zu generieren, dann ist das im besten Sinne des Wortes tatsächlich Entwicklungsmöglichkeit und Entwicklungsunterstützung in einer globalen Welt, die nicht mehr eng und begrenzt im Umgebungsbereich des Kirchturms gedacht werden darf, sondern die breit angelegt für die Zukunft nachhaltig neu erfunden werden muss. Jeder, der bei uns politisch tätig ist, hat auf den unterschiedlichsten Ebenen viele Möglichkeiten, mit wechselseitigen Erfahrungen, mit dem Wissenstransfer von Nord nach Süd und von Süd nach Nord einen deutlich positiven Beitrag zu leisten für eine gerechtere Welt und für eine Welt mit einer wirklich guten Perspektive für junge Menschen, unabhängig davon, wo sie geboren sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn heute aus dieser Veranstaltung in der Diskussion neue Ideen und Anstöße entstehen und vor allen Dingen diejenigen, die zuhören, die zuschauen, auch selber Lust darauf bekommen, sich zu betätigen. Vielleicht überlegen Sie ja, wie wertvoll es sein könnte, 20.000 Euro zu sammeln und in Südamerika, in Asien oder in Afrika damit eine Schule zu bauen und damit Hunderten von Kindern eine Chance für eine bessere Zukunft zu geben. Das würde zufriedenstellen, das würde begeistern und es zeigt,
mit wie wenig, wie viel möglich sein kann. Alles Gute. Sehr wichtiger Ansatz, vor allem ein Ansatz, der zeigt, dass die Beschäftigung unserer Kommunen, die derzeit sehr herausgefordert sind durch die ganze Problematik der Unterbringung von Geflüchteten und diese Themen, aber über den Tellerrand hinausdenken, dass sie schauen, wo kommen die Flüchtlinge her, wie kann ich Fluchtursachen bekämpfen und dadurch einen Zugang zu den Ländern, zu den Herkunftsländern bekommen, wo sehr, sehr viel getan werden kann. Das BMZ, Herr Minister, hat dieser Thematik, dem Engagement im kommunalen Bereich ja auch sehr viel Priorität eingeräumt. Ja, was mich immer ein bisschen ärgert, ich sage das ganz offen, dass man den Ansatz Flüchtlinge, wir müssen da was tun, damit wir verhindern, dass die zu uns kommen, immer in den Vordergrund stellt. Ich will mal was anderes sagen. Die Lotterie des Glücks, des Lebens hat uns nach München, nach Bayern gesetzt. Das haben wir ja nicht entschieden, dass wir in München, in Deutschland geboren wurden. Und damit gehören wir zu den 2% der Weltbevölkerung. Zu den 2% der Weltbevölkerung, die sich, natürlich hat jeder Sorgen, aber die Wasser haben, die Abwasser haben, die Elektrizität haben, die Schulen haben, die eine Infrastruktur haben und die doch mehr oder weniger ein glückliches Leben führen dürfen. Und umgekehrt, wenn wir jetzt zu vielen afrikanischen Kindern und Jugendlichen und Menschen gehen, dann ist die Grundfrage und die Grundaussage, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und Würde. Der kleine Junge in Johannesburg doch genauso wie der kleine Junge bei uns in Augsburg oder in München. So, und deshalb sagt Papst Franziskus, ein Leitsatz für Christen, übernehmt Verantwortung. Und der, der das Glück hat, die Lotterie so ein gutes Leben führen zu können und dürfen, der soll und kann auch ein Stück Verantwortung übernehmen. Das war jetzt ein Bogen, aber das gilt für alle. Und nun zum Thema Kommunen nur ein paar Sätze. Die erste Ebene der Staatlichkeit ist für jeden, auch in Deutschland, immer die Gemeinde, die Stadtverwaltung, der Staat. Und das ist umsorgt mit dem Begriff Daseinsvorsorge. Und deshalb, Oberbürgermeister Ude, der uns hier mitfolgt bei der Veranstaltung und seine Frau. Sie haben ja diese Städtepartnerschaft ganz stark, München, Harare, aber auch andere Städtepartnerschaften auf den Weg gebracht. Warum ist das so wichtig und unterstütze ich das so? Und diese Veranstaltung soll dazu führen, dass 20, 50, 100 weitere Städtepartnerschaften gibt. Ich sage immer, wir müssen weg, oder die wollen wir natürlich auch, die Rotweinpartnerschaft mit Frankreich und Italien. Aber jetzt brauchen wir Entwicklungspartnerschaften. Warum? Weil Kommunen alles können, was diese Dörfer und Städte brauchen. Was brauchen die, Frau von Welser-Ude? Die brauchen Schulen, das können Kommunen. Die brauchen Krankenhäuser, sie sind städtisch, auch in München und in Bayern zum großen Teil. Wir brauchen Abwasserbeseitigung, wir brauchen Wassersysteme, wir brauchen Abwasser- und Abfallbeseitigung. Und das können die Kommunen am besten. Und deshalb sage ich als deutscher Entwicklungsminister, die Kommunen sind unser bester Partner zur Schaffung von Infrastruktur in diesen Ländern und in diesen Strukturen. Und ich freue mich, dass es gelungen ist, die letzten Jahre von 300 auf 1000 Partnerschaften, Kommunalpartnerschaften mit Entwicklungsländern, das zu entwickeln. Und dafür Dank an die Bürgermeister und an die Landräte, aber es ist nie genug. Man kann immer noch mehr tun und weiter. Und ich sage jedem, der sich engagiert, wenn du einmal in Afrika warst, dann kommst du mit einem vollen Herzen an Begeisterung, an Eindrücken zurück. Vor allem die Kinder und die Menschen, die Ausstrahlung, was du an Geschenk bekommst. Denn wer gibt, dem wird auch gegeben. Und das ist der Aufruf an die Kommunen, noch mehr zu tun. Ich sehe ungeteilte Zustimmung von Ihrer Seite. Begeisterte Zustimmung. Ganz genau.
Ja, man muss ja, Frau Weser-Ude hat ja das angesprochen, vor 40, vor 50 Jahren, da war ja das alles noch nicht so normal, dass man hinausgegangen ist und diese Botschaften, wo Sie das angepackt genau. haben, gesagt haben, wir müssen denen die Hand reichen und wir können da eine Menge tun. Wie war denn das, Frau von Welser-Ude, wie Sie angefangen haben, sich als Kommunalpolitikerin für diese Themen zu engagieren? Waren Sie da die Einzelkämpferin oder hatten Sie Gleichgesinnte an Ihrer Seite? Ich glaube, heutzutage ist es vielleicht etwas leichter, wenn wir jetzt von prominenter Stelle auch so angeschoben werden, sei es vom Herrn Minister Müller, sei es vom Dr. Brandl. Aber seinerzeit im Münchner Stadtrat, wir müssen mehr in Entwicklungszusammenarbeit tun, war ja wahrscheinlich nicht unbedingt das Top-Thema vorne dran für alle. Nein, das hat sich eigentlich erst im Laufe der Zeit gebildet. Und es hatte auch damit zu tun, dass man Reisen gemacht hat, Partnerstädte gegründet hat und dadurch vor Ort Kenntnisse bekommen hat. Eigentlich wussten wir ja alle viel zu wenig von Afrika. Und das hat aber einen immer lebhafteren Austausch gegeben und auch die Wünsche von beiden Seiten, dass man einander hilft, etwas aufzubauen. Jetzt springen wir nochmal auf eine ganz andere Ebene. Jetzt waren wir gerade bei den Kommunen. Wenn wir schauen auf Ihre Zeit als Minister, lieber Dr. Gerd Müller, dann haben wir vor allem, finde ich, merken wir auch an Diskussionsbeiträgen, bei Ihnen einen sehr, sehr stärkeren Fokus auf Wirtschaft, auf Unternehmen, wenn es um Afrika geht, als vielleicht das bei Vorgängern in dieser Stärke der Fall war. Sie nehmen durchaus, auch wenn man Ihre Bücher liest und sich auf die Initiativen schaut, auf den Marshallplan mit Afrika, Sie nehmen auch sehr, sehr stark, gehen Sie sehr stark auf die deutsche Wirtschaft zu, auch auf die Großen, auf die ganz Großen. Wie reagiert denn die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft aktuell auf den Chancenkontinent Afrika? Da ist noch viel Luft nach oben, aber doch sehr viel positive Entwicklung. Also jetzt sind wir im Augenblick in der Pandemie. Es ist schwierig. Die deutsche Wirtschaft war und ist immer noch die letzten 20, 30 Jahre stark auf Asien orientiert. Aber ich sage nochmal, der Wachstumsmarkt der Zukunft, allein schon die Verdoppelung der Bevölkerung, ist ganz klar Afrika. Die nächsten 10 Jahre, das sage ich jetzt mal den Leuten, die zuhören aus der Wirtschaft, die nächsten 10 Jahre wird dann Infrastruktur, Straßen, Brücken, Krankenhäuser, Schulen auf dem afrikanischen Kontinent so viel gebaut wie die letzten 100 Jahre in ganz Europa. Und da müssen deutsche Firmen mit dabei sein, mit dem Know-how. Das Zweite ist, das schafft Arbeitsplätze in Deutschland, solche Kooperationen. Und ich will mal einen Bereich herausnehmen, den Klimaschutz. Wir haben ein extremes Interesse daran, dass die afrikanischen Länder, ich sage mal, ein Jahrhundert der Kohle überspringen, Technologietransfer. Deutsche, bayerische Firmen haben das Know-how, den afrikanischen Kontinent zum Kontinent der erneuerbaren Energien zu machen. Wir können heute aus Sonne, das habe ich in Aswan gesehen, ein großes Sonnenkraftwerk, 6 Kilometer mal 6 Kilometer, Solarkollektoren, das Kilowatt Strom aus Sonne für 2 Cent produzieren. Das ist konkurrenzlos. Deutschland hat die Technologie in vielen dieser Bereichen. Das sichert Arbeitsplätze hier und trägt zur Entwicklung und zum Klimaschutz dort bei. Und wenn ich zum Schluss sage, das ist doch vollkommen klar, Entwicklung heißt Arbeitsplätze für die Jugend. 20 Millionen Jugendliche kommen jedes Jahr auf den afrikanischen Markt. Und ich mache es noch drastischer, wenn wir über das Mittelmeer gehen in Afrika, in Ägypten, da sagt mir der Präsident, ich habe 25 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 15 und 25, davon 2/3 ohne feste Arbeit, ohne Ausbildung. Und was glauben Sie, was die für eine Perspektive haben?
Die haben die Perspektive, dass sie heute die internationalen Fernsehprogramme schauen und wenn es Oktoberfest wieder gibt, das tolle München und die Sehnsucht, da will ich hin, weil da gibt es Arbeit, da gibt es Zukunft. Und wir müssen deshalb ein Interesse haben zu sagen, da gehen wir hin. Und da gibt es tolle Firmen. In dem Buch hat zum Beispiel Joe Käser dargestellt, wie wir gemeinsam eine große Ausbildungswerkstatt für Mechatroniker in Ägypten umsetzen und vieles mehr. Also, die deutsche Wirtschaft hat große Chancen und einen hervorragenden Ruf. Worauf kommt es Ihrer Meinung nach an, liebe Frau von Welser-Ude, damit die Chancen in Afrika greifen können? Ist es wirklich die Forderung mehr Wirtschaft, auch mehr die Großen, oder sind das auch andere Ebenen, die Sie eigentlich auch in Ihrer Zusammenarbeit kennengelernt haben? Da gibt es genug, da gibt es die Landwirtschaft natürlich, da gibt es auch den Umweltschutz, da gibt es Energieproduktion. Das eine dürfen wir nicht machen, sozusagen den Kontinent ausbeuten. Dort aufbauen und davon selber profitieren. Dort Arbeitnehmer hinschicken, was andere machen. Also bei China bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob das ein Glücksfall ist für Afrika, was da gemacht hat. Ich glaube, wenn ich das verstärke, das ist ein Schlüssel. Ja. Nicht wie es Jahrzehnte gelaufen ist, Ausbeutung von Ressourcen und Transfer, sondern Wertschöpfung vor Ort. Ja. Wenn wir bei Äthiopien bleiben, zum Beispiel die Kaffeeproduktion. Die Bohnen können und müssten auch dort geröstet, verarbeitet werden zu Kaffee und nicht nur als Rohprodukt exportiert. Wertschöpfung vor Ort schafft Arbeitsplätze. Wir behalten also alle Ansätze im Blick, wenn es auf die Partnerschaft um die Partnerschaft auf Augenhöhe geht. Die Großen, die unbedingt ins Boot geholt werden müssen, um Afrika wirtschaftlich stärker zu machen, aber auch eben die kleinen, die vielfältigen Initiativen, die auf die Grassroots-Ebene, auf die lokale Ebene gehen, um dort zu arbeiten. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist auch für unseren nächsten Videobeitrag ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hier geht es nämlich um den Senior Experten Service, der diese als wichtiges Leitmotiv hat. Als Organisation, die sich weltweit, aber auch mit einem sehr, sehr starken Afrika-Fokus, dem ehrenamtlichen direkten Wissentransfer in zahlreichen Berufssparten gewidmet hat, verschrieben hat, setzt man hier ganz gezielt auf die Stärkung lokaler Kompetenzen und auch auf ein Arbeiten auf Augenhöhe ohne Bevormundung und Belehrung. Sehr zum Vorteil beider Seiten, wie uns in einem Videobeitrag die Geschäftsführerin des Senior Experten Service, Dr. Susanne Nonnen, berichtet. Lieber Herr Müller, liebe Frau von Welser-Ude, Fokus Afrika steht auf Ihrem neuen Buch und darüber Eine Welt, unsere Verantwortung. Das ist ein Titel, der sehr gut zu meiner Organisation passt, dem Senior Experten Service. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass ich zu Ihrer neuen Publikation einen Artikel beisteuern durfte. Frau Luther, Sie haben mich gebeten, den Senior Experten Service vorzustellen und direkt nach unserem Erfolgsrezept gefragt. Und ja, es ist in der Tat so, dass uns die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, eine etwa 80-prozentige Erfolgsquote bescheinigen. Aber was genau tun wir? Kurz, wir setzen uns dafür ein, dass ehrenamtliche Fachleute aus Deutschland ihr Wissen und ihre Berufserfahrung in den Ländern des Südens weitergeben. Und noch kürzer, wir stärken den ehrenamtlichen Know-how-Transfer in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Das machen wir nunmehr seit fast 40 Jahren und werden in all diesen Jahren dabei dankenswerterweise von Ihrem Haus, Herr Müller, unterstützt. Zurückgreifen können wir bei unserer Arbeit auf rund 12.000 Expertinnen und Experten aus allen beruflichen Richtungen. Die meisten unserer Fachleute sind im Ruhestand. Ungefähr 1.500 aber sind berufstätig und engagieren sich international im Rahmen unserer Juniorsparte, dem Weltdienst 30+. Egal, ob alt oder jung, wir entsenden jedes Jahr
einige tausend unserer Fachleute in ca. 90 Länder. Dabei liegt etwa die Hälfte unserer Partnerländer auf dem afrikanischen Kontinent. Sie sehen also, wie so gut Fokus Afrika zu uns passt. Unser Alltag sieht so aus. Wir erhalten aus Afrika, aber natürlich auch aus anderen Weltgegenden, eine Anfrage nach Expertenwissen. Wir wählen aus unserem Fachkräftepool eine Person aus, die das gewünschte Wissen mitbringt. Dann stellen wir sie unserem Partner vor, warten auf dessen Okay und dann, erst dann, schicken wir sie in den Einsatz. Der Einsatz dauert im Schnitt 4 bis 6 Wochen, führt in einen Handwerksbetrieb, in eine Fertigung, in ein Berufsschulzentrum oder in eine öffentliche Verwaltung. Einige Beispiele. Wir finden die richtige Frau oder den richtigen Mann, wenn die tansanische Feuerwehr die Ausbildung von Rettungstauchern verbessern will. Wir unterstützen Don Bosco Ausbildungseinrichtungen bei der Modernisierung von Lehrwerkstätten. Wir sind da, wenn eine äthiopische Druckerei Probleme mit der Viskosität ihrer Farben hat. Und auch dann, wenn Berberfrauen im Hohen Atlas in die Käseproduktion einsteigen. Auf übergeordneter Ebene geht es dabei immer um Impulse zur Verbesserung von Zukunftsperspektiven. Jungen Menschen helfen wir, sich auf dem Arbeitsmarkt besser zu positionieren. Das ist ganz wichtig in einem so jungen Kontinent wie Afrika. Kleine und mittlere Unternehmen erhalten durch uns neuen Schwung, vergrößern idealerweise ihren Kundenkreis und schaffen so neue Arbeitsplätze. So viel zur Praxis. Und die Theorie? Die wird von 3 Prinzipien getragen. Erstens, wir geben ausschließlich Hilfe zur Selbsthilfe. Zweitens, wir arbeiten immer nachfrageorientiert. Das heißt, wir werden nur dann aktiv, wenn wir darum gebeten werden. Drittens, alle unsere Einsätze sind ehrenamtliche Einsätze. Sie sind damit von keinerlei merkantilen Interesse geleitet, sondern von dem Wunsch, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für die eine Welt. In der Kombination von Hilfe zur Selbsthilfe, Nachfrageorientierung und Ehrenamtlichkeit liegt unser Erfolgsgeheimnis. Diese 3 Eckpfeiler bilden den Rahmen für einen Wissenstransfer auf Augenhöhe, für eine Unterstützung, die wirkt, weil sie erwünscht und an den jeweiligen Bedarf angepasst ist. Wirkung zeigen unsere Einsätze aber auch in anderer Hinsicht. Sie bringen Menschen zueinander, die sich ohne unser Dazutun nicht unbedingt begegnet wären. Unvoreingenommen, fachbezogen und vorurteilsfrei. Das ist nicht ganz unwichtig, denn es fördert ein realistisches Deutschlandbild in Afrika und umgekehrt ein realistisches Afrikabild in Deutschland. Außerdem gelangt durch uns nicht nur Wissen aus Deutschland nach Afrika, sondern auch von Afrika nach Deutschland. Da ist ein Experte, der bei seinen Einsätzen in Tansania Swahili gelernt hat. Eine Expertin, die gemeinsam mit einer ägyptischen Frauenkooperative hochwertige Baumwollprodukte auf den hiesigen Markt bringt. Und da ist ein Landwirt aus Wiesbaden, der seinen Apfelsaft mit einer Idee aus Malawi verfeinert, und zwar mit Baobab, und ist dabei höchst erfolgreich. Das sind von der Entwicklungszusammenarbeit angestoßene, hervorragende Win-Win-Situationen. Und Corona? Ja, das Virus hat auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Natürlich können wir zurzeit niemanden entsenden. Aber wir sind startklar und haben schon jetzt einige 100 Einsätze für Afrika so weit vorbereitet, dass sie jederzeit stattfinden können. Lieber Herr Müller, liebe Frau von Welserude, Ihrem neuen Buch wünsche ich eine so hohe Nachfrage, dass Sie schon bald eine Neuauflage planen müssen. Herzliche Grüße nach München, Ihre Susanne Neumann. Warum wir ausgerechnet dieses Beispiel aus der Fülle von wirklich hervorragenden Beiträgen im Buch herausgewählt haben, war nicht ganz uneigennützig, weil auch wir als Hans-Seidel-Stiftung uns in der Philosophie zum Teil sehr stark wiedersehen. Auch wir arbeiten auf der Basis Hilfe zur Selbsthilfe. Auch wir arbeiten nachfrageorientiert, gehen nicht in die über 50 Länder, in denen wir Entwicklungszusammenarbeit machen, mit festen Konzepten im Bereich Demokratieförderung, politischer Bildung,
um den Leuten zu erklären, wie sie es machen sollen, sondern versuchen, mit den Reformbereiten diesen Weg mit uns zu gehen. Und darum haben wir gesagt, wir nehmen Frau Dr. Nonnen hier mit ins Programm, auch als Impulsgeberin für die weitere Diskussion. Liebe Frau von Welser-Ude, wir sind irgendwo, wir gehen jetzt hin und her zwischen der unteren Ebene, man kann sich auf der unteren Ebene auf Augenhöhe begegnen, aber auch auf der ganz hohen, der Regierungsvertreter. Was sagen Sie zu einem Ansatz wie diesem, der so wirklich den Kleinen, den Einzelnen weiterhilft? Bringt uns das im Bündel, in der Summe auch weit oder brauchen wir den großen Push mit allen Beteiligten, mit den Unternehmen, mit der Industrie, alle auf einmal? Ich denke, sowohl als auch, natürlich. Ja, man muss beides tun. Ja. Und es gibt ja Länder in Afrika, da kannst du an der Regierung verzweifeln. Ja. Aber die Menschen müssen ja leben. Ja. Mhm. Und dann organisieren sie sich vor Ort in der Gemeinschaft. Und das war ja bei uns vor 100 Jahren auch nicht anders. Mhm. Man muss sich das ja erstmal vorstellen, so weit weg sind wir nicht. Ich habe in Berlin ein Ministerium, wenn ich da oben runterschaue, da schaue ich auf den Potsdamer Platz und da wurde in den 1930er Jahren, die erste deutsche Ampel installiert. Mhm. Und wir wissen, Herr Ude, vor 130 Jahren, so in etwa, ich hoffe, es gibt Zuschriften, wenn es 140 waren, gab es in München noch keinen Strom. Isar-Amper-Werke und dann wurden die Wasser-Elektrizitätswerke gegründet und die Raiffeisenkassen, heute Raiffeisen-Volksbanken, Sparkassen, das waren Hungerorganisationen des Zusammenschlusses der Menschen, der Bäuerinnen und Bauern auf dem Land um München herum in Bayern. Und die haben Einkaufsgenossenschaften dann, die haben Hilfsgenossenschaften und dann gab es ein erstes Banksystem in den Dörfern. Das ist bei uns jetzt so 120 Jahre zurück. So weit zurück sind die Afrikaner nicht. Das möchte ich euch schon sagen, die Sie jetzt zuhören. Wenn Sie in Kenia sind, da wird gar nicht mehr mit Bargeld bezahlt. Da bezahlen sie überall mit dem Handy. Die sind in vielen Punkten weiter. Wir haben heute die Situation, und es gibt immense Möglichkeiten, dass im Augenblick zwischen 600 und 800 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner, die haben jetzt ein Handy. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, Facebook, Apple und die US-Konzerne, installieren die Netze dazu und die Inhalte, um in die Köpfe von einer Milliarde Afrikaner zu kommen, die Kinder und Jugendliche. Und das macht mir ein Stück Sorge, da müssen wir nachdenken, nicht nur nachdenken, sondern handeln, dass da wird eine Kulturrevolution vollzogen. Ich will nicht den Amerikanismus in den Filmstudios, in den Fernsehstudios und in den Konsumtempeln auf die afrikanische Kultur übertragen. Das heißt nämlich, dass dann in Zukunft die afrikanischen Babys auch als erstes Coca-Cola rufen und voll auf diese Konsumkultur, die wir aus den USA kennen, aber leider auch bei uns um sich gegriffen hat, auf Afrika übertragen wird. Und dann wird Kultur, Wurzeln vernichtet. Und wenn wir Afrikas Jugend entwurzeln, dann hat es unabsehbare Folgen. Und deshalb müssen wir uns um die Kultur, Bodenständigkeit auf die örtlichen Gegebenheiten konzentrieren. Haben Sie da bei Ihren zahlreichen Besuchen in Afrika oder rückblickend von heute auf diese zahlreichen Besuche, haben Sie diese Tendenzen auch selbst miterlebt, wie sich die Jugend verändert? Ja, und vor allem, ich denke an ein Erlebnis mit Karl-Heinz Böhm, wo ein Kind kam und sich zu mir angehängt hat und gesagt hat, nimm mich doch bitte mit. Mhm. Und das ist der Punkt, wo man sagen muss, ihr habt ein wunderschönes Land und ihr müsst dazu beitragen, dass es lebt und dass es produktiv wird. Und wir helfen euch gerne dabei, aber verlasst es nicht. Mhm.
Das möchte ich eben unterstreichen. Die Botschaft des Buches und der Autoren ist, nicht Elend, Leid und Not zu beschreiben. Es sind Herausforderungen, große Herausforderungen. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo wir die Lösungen haben. Die Lösungen in der Landwirtschaft. Afrika könnte sich selber ernähren und zum Exporteur werden. Mit unserem Wissen, Pflanzen, Technologien, mit der Bewässerung, all den Dingen. Ja, warum geben wir ihnen diese Möglichkeiten nicht? Und so ist es in vielen anderen Bereichen. Durch die Digitalisierung ist ja Frau von Welser-Uhde vor 30, vor 40 Jahren, ja, wer war da schon in Afrika? Der Cimek und ausgewählte Urlauber. Aber heute, und weil wir gerade bei dem Senior Expert Service waren, SES, heute kann jeder von Ihnen über digital Freundschaften in Mosambik, im Sudan, in Kenia pflegen und mit den Leuten dort kommunizieren und sich austauschen, Erfahrungen, Wissen. Also jeder Lehrer, der jetzt zuschaut, oder Kommunalpolitiker, jede Krankenschwester, jeder kann ein Stück geben. Und das hilft den Leuten. Ich muss jetzt zwischendurch nur schmunzeln, weil ich überlegt habe, also auch ich habe als Kind im Fernsehen noch den späten Cimek gesehen und ich saß aber auch als Kind vorm Fernseher, als Karl-Heinz Böhm bei Wetten, dass Menschen für Menschen ins Leben gerufen hat. Also von daher eint uns das hier auch alle auf dem Podium. Vielleicht kommen wir, weil ich muss auch mit Blick auf die Uhr langsam zum Schluss kommen, vielleicht drehen wir die letzte Schleife hier auf dem Podium nochmal zu dem Gedanken, wir haben jetzt sehr viele positive Ansätze, wir haben sehr viel Optimismus, wir kommen weg von diesem Krisendenken, wir wollen was für Afrika tun, aber wie machen wir das Ganze so, dass es nachhaltig bleibt? Es hat ja in der Vergangenheit zugegebenermaßen immer wieder optimistische Herangehensweisen an das Thema Afrika gegeben und auch das Schlagwort vom Chancenkontinent Afrika ist so neu nicht. Allerdings war es im Laufe der vergangenen Zeiten immer so, dass doch das Krisendenken, die schwierigen Entwicklungen, die Krisenanfälligkeit des Kontinents immer wieder viele positive Erwartungen doch gedämpft hat. Jetzt haben wir sehr viele Akteure in einem Boot. Was ist diesmal anders? Wie bekommen wir es jetzt hin, dass die Erfolge der Zusammenarbeit, die ja wirklich schon da sind, nachhaltig bleiben, dass die Flamme der Begeisterung für Afrika weitergetragen wird, auch dann, was ja der Fall sein wird, leider, wenn andere politische Verantwortliche auch bei uns für den Bereich Entwicklungszusammenarbeit zuständig sein werden. Wie trägt Minister Gerd Müller die Flamme der Begeisterung für Afrika weiter? Die ist Gott sei Dank in fast allen Parteien in Deutschland da. Aber es fehlt am politischen Willen, grundlegende Strukturen jetzt zu verändern. Sage ich ganz klar, das ist meine Erfahrung. Natürlich haben wir die letzten Jahre Entwicklungsgelder erhöht und so fort. Was wir jetzt brauchen, ich sage es nochmal stichpunktmäßig, Herr Ferber hat den Cotonou-Vertrag erwähnt. Wir haben jetzt verhandelt ein neues Jahrhundertabkommen EU-Afrika. Das steht aber jetzt nur am Papier. Und jetzt geht es darum, Handel, faire Handelsströme und Möglichkeiten des Marktzuganges der Afrikaner zum europäischen Binnenmarkt zu schaffen. Ich bin da immer ganz gerne konkret. Mit Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister war ich mir da einig, aber der ist leider nicht mehr in der Politik, dass wir zum Beispiel den nächsten Schritt machen müssen. Jetzt wird seit 20 Jahren verhandelt, dass Tunesien, Marokko, die Maghreb-Region, Zugang zum EWR bekommt. Also Oliven beispielsweise. Die Tunesier haben Quoten immer noch. Die Quote an Lieferungsmöglichkeit für Oliven ist im Februar bereits ausgeliefert. Dann können sie nicht mehr. Also wenn wir diese Märkte nicht entwickeln lassen, dann entstehen auch keine Arbeitsplätze. Das ist das Thema Handel. Das ist dringend notwendig, da jetzt den Mut zu haben auf die große Freihandelszone. Das ist ja ein Jahrhundertereignis. Das wird ja in Deutschland überhaupt nicht wahrgenommen. Die Afrikaner haben es geschafft, so wie wir vor 30 Jahren den Binnenmarktbeschluss, einem Beschluss,
dass sie, natürlich dauert es 20 Jahre, Schritt für Schritt, zwischen den 54 Ländern auch die Zollgrenzen, die Quoten, freien Warenverkehr als Ziel haben. Einen Binnenmarkt. Und damit wird es einer der größten Märkte der Welt. Aber dazu brauchen sie jetzt Unterstützung, Hilfen. Und das ist die Aufgabe Europas. Und da muss ich sagen, da klopfen mir jetzt viele auf die Schulter und sagen, da hat er recht, nur die Realität schaut leider anders aus. In der siebenjährigen Finanzplanung der Europäischen Union, die jetzt vor ein paar Wochen verabschiedet wurde, sind die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und Afrika-Kooperation gekürzt worden. Ja, Sie haben richtig gehört. Jeder sagt, große Bedeutung, wichtig für Europa, und dann werden die Mittel gekürzt. Wir brauchen eine Technologieoffensive, eine Berufsbildungsoffensive, und wir müssen den Green Deal im Bereich der Klimapolitik mit einer Afrika-Komponente versehen. Ich könnte da noch eine Stunde weiterreden, aber das alles läuft unter dem Motto, wir wissen, was zu tun ist. Aber es fehlt an vielen Stellen der politische Wille, diese Strukturen zu schaffen. Und ich möchte nicht auf die nächste Flüchtlingswelle warten müssen, bis wir einen wirklich qualitativen neuen Ansatz in der Afrikapolitik umsetzen. Wie bekommen wir aus Ihrer Sicht, das war der Minister, der sprach, der wieder die Ebene von ganz oben eingenommen hat. Wie bekommt man aus der Sicht der Kommunalpolitik, der Betroffenen in den Ländern, die Erfolge so gebacken, dass sie auch wirklich nachhaltig bleiben können? Also mir geht hauptsächlich durch den Kopf, dass wir auf gar keinen Fall dort profitieren dürfen und den Profit rausziehen, sondern dass das, was dort aufgebaut wird, auch im Land bleibt. Ja. Und da fehlt es, glaube ich. Es gibt so ein ganz einfaches Beispiel, dass Europa Tomaten exportiert nach Afrika und die sind dann billiger als das, was die Leute selber züchten. Dann kommen sie gerade. Ja. Ist gerade eingeblendet. Ach so, hier auf der Seite, ja, wir sehen hier die Tomaten auf dem Markt eingeblendet, genau auf diesem Bildschirm. Ah ja, da war ich ja dann. Das war das richtige Stichwort. Also da fehlt es meiner Ansicht noch sehr, ja, dass das Land nicht ausgebeutet wird oder der Kontinent, sondern den Leuten zugutekommt. Das ist das Thema Handel, die Lieferketten. Deshalb kämpfe ich für das Lieferkettengesetz, weil im Augenblick läuft eine nachkoloniale Ausbeutungsphase von Mensch und Natur. Ja. Und wenn wir das nicht ändern, und dann werden diese Länder nicht die Strukturen, Arbeitsplätze, Wirtschaft und so weiter nach vorne bringen können. Ich denke auch, wir haben heute viel von Win-Win geredet. Wir alle hoffen doch auch, dass hier den Verantwortlichen vermittelt werden kann, dass ein Engagement in Afrika auch rückwirken kann, auch hier bei uns. Also denk mal an den Bereich, Sie sprachen es vorhin kurz an, erneuerbare Energien, Digitalisierung. Vielleicht gibt es ja durch die ein oder andere Aktivität in Afrika dann auch ein positives Feedback zu uns zurück. Ja, auf alle Fälle. Ich sage nur, ich meine, im Reden sind viele gut und haben das erkannt. Ja. Im Handeln sind insbesondere, wenn ich das ein bisschen provozierend sagen darf, die Chinesen stark. Die sind in jedem afrikanischen Land in der Frage Ressourcen, in der Frage jetzt, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, Impfen, Impfstoffe für Afrika kommen aus China. Es hat riesige Bedeutung und das ist ein aktuelles Thema. Wir können nicht uns nur auf uns konzentrieren. Auch diese Pandemie ist eine globale Pandemie. Und wer in der Not hilft, in dem Fall jetzt die Chinesen mit ihren Impfstoffen überall, ja, der bleibt natürlich auch der Freund für kommende Zeiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch die Impfstoffe global zur Verfügung stellen und uns hier noch mehr engagieren. Das geht auch in Richtung wieder Europa, die Europäische Union.
Wir haben Impfstoffallianzen, die nur nach innen gerichtet sind. Und wir müssen über den Teich hinaus des Mittelmeers Richtung Afrika hier unsere Ressourcen zur Verfügung stellen. Das war ein gutes Stichwort für den Schluss. Reden ist gut, handeln ist besser. Wir hier heute auf dem Podium, wir konnten natürlich nur reden. Aber ich denke, wir werden alle zurückgehen in unsere angestammten Bereiche und auch dort handeln und auch zeigen, dass wir dem Reden auch, auch entsprechende Taten folgen können. Wir bedanken uns als Gastgeber hier heute ganz herzlich für die Möglichkeit, mit Ihnen, Herr Minister, mit Ihnen, liebe Frau von Welser-Uhde, mit unseren zugeschalteten Videobeitragskandidaten dieses Gespräch, dass wir es so führen durften, wie wir es getan haben. Wir werden versuchen, auch in diesen schweren Corona-Zeiten, wo wir keine Präsenzveranstaltungen machen können, künftig derartige Aufzeichnungen, derartige Podiumsdiskussionen nach wie vor Ihnen allen auch draußen anzubieten. Ich bedanke mich im Namen der Hans-Seidel-Stiftung und von uns allen ganz herzlich bei allen, die Beiträge gegeben haben, aber auch Ihnen, meine Damen und Herren, daheim an den Monitoren, die diese Diskussion hier verfolgt haben. Wir erinnern nochmal, Herr Minister hält das Buch nochmal in die Kamera. Das kann man auch kaufen. Die Publikation, an diese sehr, sehr wirklich spannende und inhaltsreiche Aufstellung unterschiedlicher Arbeitsbereiche, Fachbereiche und Persönlichkeiten, die sich für Afrika engagieren. Bleiben Sie dran, sowohl am Thema inhaltlich, aber vielleicht auch am persönlichen Engagement für Afrika. Es lohnt sich. Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.